Hoho, liebe Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim 20. Adventskalendertürchen die Marie-Reihe von Petra Hartlieb vor. Hier stellvertretend den ersten Band, Ein Winter in Wien. Eine Buchreihe, eine historische Buchreihe, die mich in diesem Jahr wirklich sehr, sehr gut unterhalten hat. Es startet mit Ein Winter in Wien. Es geht weiter, wenn es Frühling wird in Wien, dann gibt es Sommer in Wien und abgeschlossen wurde die Reihe mit Herbst in Wien. Wir haben also vier Bücher mit immer so knapp um die 140, 150 Seiten, sind alle recht ähnlich in der Aufmachung. Und von Petra Hartlieb habe ich bereits die beiden Bücher zu ihrer Buchhandlung sehr, sehr geliebt, waren für mich auch Highlight-Bücher und so bin ich dann auch auf diese Bücher aufmerksam geworden. Band 1 habe ich als echtes Buch hier, habe ich, glaube ich, mal bei Rebuy mir günstig ersteigert, geholt. Wenn es nicht Tauschticket war. Und dann habe ich die Reihe weitergelesen als E-Book. Wir beginnen das Buch 1910. Hier treffen wir eben auf Marie, die in sehr armen Verhältnissen lebt, die in einer Familie unterwegs ist, da wo nicht gerade Liebe herrscht. Sie irgendwann weggeschickt wird, dort ist sie noch unglücklicher und dann flüchtet sie eben nach Wien, fängt dort als Kindermädchen bei Arthur Schnitzler an, der ja vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff ist. Sie ist dort Kindermädchen, kümmert sich um die beiden Kinder von Arthur Schnitzler, wohnt dort im Wiener Cottage-Viertel und eines Tages trifft sie dann auf Oskar, einen Buchhändler, und zwischen den beiden beginnt eine Freundschaft und dann im Grunde auch eine Liebesgeschichte. Wir begleiten aber Marie wirklich zu Beginn bei Arthur Schnitzler, erfahren, was zu seinen Kindern, zu ihm, zu seiner Ehe, zu seinen Stücken, zu seinen Büchern und natürlich auch durch Oskar, der in einer Buchhandlung arbeitet, erfahren wir natürlich auch ein bisschen was zu den Büchern. Die Geschichte führt sich in diesen vier Büchern immer relativ nahtlos weiter fort, bis wir dann im letzten Buch irgendwie im Jahr 1932-33 sind. Wir erleben also auch den Ersten Weltkrieg mit, wir erleben, was es bedeutet, in dieser Zeit als Frau auch in Wien gelebt zu haben, auch was Frauenrechte angeht. Das ist besonders im letzten Band dann ein interessantes Thema. Und Petra Hartlieb hat es hier geschafft, wirklich wunderbare Nostalgie zu schaffen. Ich lese sehr gerne historische Bücher, war aber, glaube ich, gefühlt bis auf, wenn es um Sissi ging, irgendwie noch nie in Österreich unterwegs. Petra Hartlieb schafft aber bildlich wirklich ein wunderbares Wien, eben zu den Jahren vor 100 Jahren. Das hat sie richtig, richtig gut gemacht. Ich konnte mir Wien wunderbar vorstellen, die Buchhandlung, das Wiener Cottage Viertel, richtig, richtig toll, hat sie wirklich großartig gemacht. Es ist atmosphärisch, es ist bildhaft, es ist auch sprachlich richtig schön, also man liest wirklich auch, als wäre man in dieser Zeit unterwegs, ignoriert bitte die Katze, ihm geht's gut. Und man ist so auch durch das Sprachliche richtig mit drin. Also wie die sich ausdrücken, was ihnen wichtig ist, wie sie miteinander umgehen. Das hat für mich Petra Hartlieb super authentisch rübergebracht. Es fühlt sich echt an, als wäre man durch die Zeit gefallen, als würde man eine Zeit- und eben auch Ortsreise machen. Ich fand auch das Leben rund um Arthur Schnitzler super interessant, wie seine Familie war, wie es zu seiner Frau so irgendwie stand, wie er zu seinen Theaterstücken, Büchern gekommen ist. Ich habe dann eben auch ein bisschen was über Arthur Schnitzler nachgelesen, fand ich sehr interessant, wie nah Petra Hartlieb hier eben das Leben auch präsentiert hat, auch der Kinder, auch was mit diesen Kindern im weiteren Fortlauf passiert ist. Und sie baut mit Marie wirklich eine super sympathische junge Frau hier ein, mit der wir im Grunde erwachsen werden, wie wir erleben, wie sie ihre, ja, im Grunde ihre erste große Liebe findet, wie es ist, als er dann auch im Ersten Weltkrieg unterwegs ist, wie es ist, wenn er zurückkommt, wie das Leben weitergeht, was dann eben auch im Umbruch ist. Und es gibt eben noch zwei, drei andere Themen, die hier sehr groß und sehr wichtig sind. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht. Also ich hatte einen großen, großen Spaß mit dieser Reihe. Es war eine historische Buchreihe, die mich wirklich mitgenommen hat, begeistert hat. Meine einzige Kritik, insofern das bei einem Highlight-Video angebracht ist, ich hätte mir mehr Seiten gewünscht. Also so knapp 140, 150 Seiten. Es ging manchmal sehr schnell abrupt zu Ende. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Hier hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber als historische Buchreihe fand ich es richtig toll. Und ich mochte auch so diesen Jahreszeitenzyklus, der eben so ein bisschen auch
ja, das Leben so ein bisschen umfasst. Also vom Winter, wo es Marie wirklich nicht gut ging, ihr alles schwer fiel, als sie dann eben aufblühte und dann wirklich groß wurde und wo man dann eben sagt, okay, dann gibt es eben gerade mit dem Ersten Weltkrieg im letzten Band auch so das ein oder andere Problem, was dann wieder herbstlich ist. Also fand ich tatsächlich richtig gut gemacht. Petra Hartlieb hat einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Ich kann die Reihe wirklich nur wärmstens empfehlen und hatte hier wirklich großen, großen Spaß. Und das war es jetzt auch schon, das 20. Türchen. Wir nähern uns dem Heiligabend. Und ich danke euch fürs Zusehen. Habt einen wunderbaren Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Türchen. Bis dahin. Tschüss, eure Steffi.